Aber als ich das damals bei der Trauerrede so spontan gesagt habe, war mir aber schon klar, dass ich da nicht auf dünnem Eis mich befinde, weil er will das nicht in Köln. Der Hans Schäfer, der war eine Ikone, ein Gigant, ein toller Botschafter, nicht nur für Köln, sondern auch als er 1954 mit der Nationalmannschaft Weltmeister geworden ist. Von allen großen Spielerpersönlichkeiten des 1. FC Köln war, ist und bleibt dein Mann, unser Hans Schäfer, die Größte. Die FC-Familie verlor mit ihm im vergangenen November einen Kölner Giganten. Ein Vorbild für unzählige Fußballer, eine Ikone unseres Clubs. Es ist ein schöner Tag. Toni hatte ja die Idee und hat das ja auch bei der Trauerfeier dann auch schon kundgetan. Und natürlich haben wir dann ein bisschen Arbeit gehabt mit der AG Fankultur. Haben wir das alles abgestimmt und die Familie haben wir mit einbezogen, Frau Schäfer, und ich denke, das ist ein tolles Zeichen für das größte Idol des 1. FC Köln. Wir sind froh, dass wir so einen Spieler in unserem Verein haben, und wir sind alle glücklich, dass es heute so gut über die Bühne gegangen ist. Ich muss schon sagen, das ist auch nicht gewöhnlich, denn wenn man es jetzt mal aus marketingtechnischer Sicht sieht, dann verzichtet die Rhein-Energie auf einiges, aber vollkommen klar, für Hans Schäfer war das keine Frage.